So, deswegen würde ich heute kein Far Cry spielen, weil ich brauche jetzt ein ruhiges Spiel. Genau. Genau, warte, so. So. Genau, so. Okay, ich kann wieder alles. Ich habe alles gelernt. Bellen, Schwanz wedeln und springen. Und mich auftunen, sage ich mal, mit LEDs. Das ist immer cool. Das sieht echt cool aus. Wo bleibt Sarah? Sarah kommt heute nicht. Die Sarah hat. Wobei heute weiß sie, glaube ich, gar nicht, ob sie kommt. Und Donnerstag kommt sie safe nicht. Und die Renia, die kommt heute vielleicht. Nee, ich vertausche gerade. Also die Sarah kommt die Woche gar nicht. Also mein Mod fehlt mir. Und genau, die Renia hat heute eine ziemlich lange Konferenz am Telefon. Die Arme, die tun mir echt leid. Und genau. Ah. Genau, und dementsprechend sind wir, glaube ich, wenn dann nur zu zweit oder es kommen noch ein paar neue dazu, was mich freuen würde. Aber auch zu zweit ist es ja auch schön. So. Dann bin ich Mod. Ja. Dann bist du Mod. Ah, hier. Oh. Okay, cool. Ist ja nice. Aber ich wollte mich eigentlich aufladen. Ja, aber ich komme dann nicht mehr vorbei. Gut. Aber hier sind ja überall diese Blumen. So. Gut. Aber ganz ehrlich, Rake, wenn ich mal größer werde, können wir das echt auch schauen, ob du Mod sein willst. Aber das ist halt, also Mod sein ist auch Arbeit, ne? Beine aus Stahl, der Fuchs. Aber auf jeden Fall. Gut, ich muss eine Pflanze finden, damit ich das aktivieren kann. Ah, ich habe eine Pflanze gefunden. Sehr schön. Ist eigentlich vom Spielsound alles okay? Renia, habe ich viel verpasst? Nee, gar nichts. Ich habe gerade erst angefangen zu spielen. Und wie war das Meeting? Das muss ja echt. Also, du hast meinen tiefsten Respekt, ganz ehrlich. Schön. Ah, jetzt. Jetzt gibt es da einen fetten Wirbel. Das Meeting war chaotisch wie immer. Wenn Kunden nicht wissen, was sie wollen. Oh nein. Das ist immer das Schlimmste, ganz ehrlich. Wenn die nicht wissen, was die wollen. Naja, okay. Wieso hat das gerade so gewirbelt? Alles gut bei dir. Bei mir ist ja alles ganz gut. Oh, das ist auf Zeit. Oh je. Alles ganz gut. Ich muss halt, habe ich den Rake schon gesagt, dass ich halt schauen muss, dass ja, ich bin Samstag alles fertig habe. Genau, Schule ist nervig, aber sonst. Wieso ist Schule nervig? Sei froh, dass du noch so viel so coole Schule hast. Okay. Ich bekomme gerade ein Tutorial, glaube ich. Okay. Gut, dann alles nochmal von vorne. Aber ich finde das echt interessant. In welcher Klasse bist du eigentlich gerade, Rake? Wo ist eigentlich Sarah? Ist sie heute nicht da? Nee, heute ist sie nicht da. Donnerstag ist sie auch nicht da. Also, sie hat mir vorhin oder gestern geschrieben.
Aber ich weiß nicht, ob ich es gerade vertausche. Also vielleicht ist sie heute da. Also später. Aber Donnerstag ist sie safe nicht da. Achte Klasse. Ja, okay. Ja. Ja, da war die. Ja. Warte, in der 8. Klasse, da habe ich gerade die Schule gewechselt. Oder also, ich habe die 7. Klasse wiederholt, weil ich einfach. Ja, ich war ein harter Troll. Genau. In der 7. waren, glaube ich, Renia und ich noch in derselben Klasse, nicht? Ich glaube, 5., 6., 7. Nee, oder? Nee. Warte. Yeah, ich hab's geschafft. Juhu. Batsch, 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 batsch. Die 8. Klasse war für mich eine der schlimmsten. Ich verstehe dich voll, vor allem wenn die Lehrer so unkooperativ sind. Ja, das stimmt. Wir waren auf jeden Fall auf derselben Schule, ja. Ich habe gerade, als ich es gesagt habe, so habe ich auch überlegt, so warte mal, waren wir in derselben Klasse sogar? Aber ich glaube nicht. Ja. Gut, und jetzt? Leider nicht, ja. Das wäre voll cool gewesen. Ah, das wäre, ganz ehrlich, Renia, denkst du, du wärst mit mir mitgekommen? Also ich habe ja die 7. quasi abgebrochen, mehr oder weniger. Also ich habe freiwillig wiederholt. Oder nee, die habe ich hier, die musste ich sogar wiederholen. Und bin dann an die Kunst, also an eine Realschule gegangen mit Kunstzweig. Wärst du da mitgekommen? Also wenn ja, ist es ja auch egal, weil wir nicht in die gleiche Klasse gekommen wären. Aber in Mathe. Nee, warte, ich war im Mathezweig. Du warst im anderen Zweig. Naja. Schon komisch, dass ich. Das fällt mir gerade auf. Ich war ja im Mathezweig und dabei bin ich ja so abgekackt. Und kurze. Also. Und danach habe ich halt in Mathe sowas von gerockt. Aber ich weiß nicht mehr warum. Beziehungsweise, Mathe ist ja mein stärkstes Fach. Wahrscheinlich war ich einfach nur zu cool zum Lernen. Ich wusste damals nicht mal, dass es einen Kunstzweig irgendwo gibt. Ja. Der war, glaube ich, damals auch noch nicht so, so bekannt. Warte mal. Warte, wie ging nochmal das weite Springen? Warte mal. Ah, stopp, 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 stopp. Warte. Muss mal kurz schauen. F. Nee, ja. Oder? Okay. Nee, F war's nicht. Entschuldigung, ich muss die ganzen Specials nochmal lernen. Also. Warte mal, nee, Ben Ben ist ganz cool. Ach, verdammt. Wie geht denn das nochmal? Entschuldigung. Warte. Oder in Englisch unterrichten, der auch schon aus Hausaufgaben kontrollieren und neue Hausaufgaben Anfragen bestellen. Wow, das klingt echt nach einem tollen Lehrer. Warte. Aber F? Warte, nein, 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 nein. Warte, Entschuldigung. Warte. Warte, das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ja. Ist echt so. Alter, das ist echt komisch, dass die, also manche Lehrer. Die haben echt verlernt, wie es damals bei ihnen war.
Also wir hatten so eine ziemlich, ich weiß nicht, ob ich das darf, eine ziemlich coole Englischlehrerin, die war neu aus dem Studium, also wir waren ihre erste Klasse. Und die hatte halt richtig was drauf, also die hat halt den Englischunterricht halt wirklich auf Englisch gemacht. Und ich muss nochmal schauen. Dadurch habe ich halt sehr viel auch Englisch gelernt, ne? Ah, genau. Stimmt. Oder doch nicht. Oder doch. Dann gehe ich halt mit dem Geist hoch. Aber stimmt, das war ja auf Zeit. Was muss ich denn hier machen? Nur das da? Nee, ich komme gerade echt nicht drauf. Wie komme ich da hoch? Ich konnte doch mit denen sehr weit springen, oder? Was ist denn jetzt? Oder habe ich das noch gar nicht gelernt? Wahrscheinlich habe ich ja das Ganze noch gar nicht gelernt und. Warte mal. Okay. Ich schau mal, da daneben war eine Höhle. Da gehe ich mal kurz rein. Okay, schon mal aktiviert. Ah, wahrscheinlich muss ich hier jetzt. Okay, jetzt habe ich. Entschuldigung, Leute. Ich muss jetzt den Wirbel hier aktivieren. Ah, das macht ja Sinn. Gut. Und dann zu Hause schön 1,5 Stunden Hausaufgaben machen, weil die Lehrer es in der Stunde nicht gerissen kriegen. Klingt sehr gut. Super! Oh. Juhu! Ah, gut. Ja. Gut, so weit hüpfen kann ich noch gar nicht. Ich dachte, ich kann so weit hüpfen, weil es, also im Trailer gibt es so eine Szene, wo man extrem weit hüpfen kann. Oder sogar schweben kann mit dem Geisterbolt. Genau. Aber das muss ich ja noch lernen alles. Was muss so ein Mod denn alles tun? Also einfach ausgedrückt ist der Mod dazu da, den Streamer zu unterstützen. Das heißt, wenn der Streamer, also wenn man Spiele spielt, dann kann man ja nicht die ganze Zeit auf den Chat achten. Das heißt, du musst, wenn halt so Sachen, so allgegenwärtige Sachen, so wie zum Beispiel, wann streame ich oder so, musst du das dann antworten. Du musst, also wenn ich es nicht sehe. Wenn eine Frage an mich kommt, dann kannst du sie dann in so ein extra Chat-Fenster tun, die halt nur Mods und ich sehen kann. Und da kannst du die nochmal aussortieren und damit ich halt das sehen kann. Dann auf jeden Fall so Bots und so weiter. Also wie letztes oder vorletztes Mal kam ja so ein Bot vorbei, der einfach gesagt hat, so ja, willst du Follower kaufen und so weiter. Die mussten Block modden. Ein Mod muss die blocken. Und sowas. Also du managst quasi den Chat zusammen mit den anderen Mods. Genau. Und ja. So, da bin ich mal gespannt. Oh ja, jetzt kann ich hüpfen. Jetzt kann ich hüpfen. Warte, ich muss ja erstmal den aktivieren. Du bist der Aufräumer, ja. Ja, oder Manager, also. Ja, Manager klingt so hochgestochen. Da ist auch noch einer. Wo sind jetzt die Blümchen? Da sind die Blümchen.
Ja, klingt nicht schlimm. Ja, an sich schlimm ist es nicht. Also an sich ist es ziemlich cool, weil du musst halt immer schauen, dass du im Chat aktiv bist, beziehungsweise aufpassen, dass halt kein Schmarrn erzählt wird oder halt solche, die nur nerven, die kannst du auch bannen oder Timeout machen und sowas. Das kannst du alles machen. Genau. Ich glaube nämlich nicht, dass ich mich so drum kümmere, muss irgendwen zu. Oh ja! Jump around. Spirit Dash. Oh. Ah, jetzt kann ich F. Oh, wie geil. Aber hat einen Cooldown. Aber richtig cool. Nice. Kann ich das in der Luft? Ja! Nice. Das taugt. Ah, und hier brauche ich den. Okay. Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Noch warten. Aber ich kann doch nicht zweimal dashen hintereinander. Oder? Nee. Ich brauche hier Cooldown. Come on! Okay. Dann muss ich. Da muss ich vielleicht springen, dashen, damit ich da höher bin. Hey! Glaub, so Assi oder so stört Tobi ganz gut ab. Ja, aber also so Assi-Typen. Ich spiele ja auch nicht ja diese typischen Salty-Spiele. Wo das, ich bekomme es echt nicht hin. Wo die meisten Assi-Typen dabei sind. Weil die gibt's halt immer. Ach komm! Muss ich noch doch nicht jumpen? War das am Anfang nur nicht richtig aufgeladen? Oh. Ich kann aber nicht zweimal hintereinander. Ich kann nicht zweimal hintereinander dashen. Was ist los bei dir? Okay. Was haltet ihr eigentlich von den aktuellen Hypes, also Fortnite, Fall Guys, Capital Bra? Naja, die aktuellen Hypes, also Fortnite ist ja eigentlich schon fast wieder vorbei, ne? Also. Aber an sich, also Fortnite habe ich auch mal angezockt, weil ich PUBG gespielt habe eine Zeit lang. Aber naja, ich find's halt cool, so zum Beispiel bei Fall Guys, weil das ist ja schon ein bisschen älter. Und das finde ich cool, weil das hat ja einen Indie-Publisher quasi gemacht. Also ist ein Indie-Game. Komm, sei doch nicht so fies. Oder also kann ich das gar nicht machen? Warte mal. Brauche ich dafür nochmal? Genau, und da finde ich es cool, dass die eben durch einen großen Streamer entdeckt wurden und dadurch dieser Push kam. Das finde ich super gut eigentlich. Also, dass so Indie-Games mal gehypt werden. Und auch wenn es so spät ist. Also, das kam, glaube ich, 2018 oder so raus. Wenn mich nicht alles täuscht. Macht voll Spaß.
Ah, ja, stimmt schon, Fender ist aber trotzdem interessant. So, was meinst du damit? Ah, 2019 kam Fallout. Fall Guys, ja, nicht Fallout. Das ist wieder ein anderes Spiel. Was meinst du mit dem, dass du es interessant findest? Was findest du es interessant? Jetzt kann ich erst wieder dashen. Wie kann ich das schaffen? Muss ich. Ehrlich jetzt, muss ich dafür noch irgendwas machen? Muss ich da. Weil hier sind ja die Blumen. Muss ich dafür noch irgendwas aktivieren? Ah, maybe, aber just maybe. Und jetzt? Ah, nicht auflösen. Was muss? Ah, da drüben. Okay. Ah, gut. Nein, ich hab's zu spät gemacht. Schnell. Habe ich es noch aktiviert? Ja. Oh Gott. Meine Güte. Aber wenn da die Blumen nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nie herausgefunden. Oh, die macht sich ja wieder zu. Was ihr von Fortnite haltet, also und den beiden anderen sagen. Ja, okay. Fall Guy habe ich jetzt nicht wirklich verfolgt. Fortnite, wie gesagt, habe ich ja eine Zeit lang gespielt. Aber ja. Also und Capital Bra auch überhaupt nicht. Also weiß gerade auch ehrlich gesagt nicht, was das ist. Aber ich bin eh sehr schlecht im Namen merken. So. Warte, was ist das für ein Hauptzeichen? Warte, da kommen, glaube ich, die Sterne. Oder die Stadt. Warte mal, was ist da? Was hatten wir da? Das ist nicht. Den Assi-Rapper. Achso, oh Gott. Ich dachte jetzt, das ist irgendein neues Spiel mit, gibt es so heißt. Aber natürlich, Capital Bra, ja. 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 Assi-Rapper höre ich nicht so. Gut. Habe ich damit jetzt was gemacht oder habe ich das richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Wieso sind da die beiden Steine? Ich muss das. Ah, okay. Ich muss das Ding anmachen. Das Portal muss ich anmachen. Warte, aber das da stimmt, glaube ich. Oder ist. Ist das die Stadt? Warte mal. Dann ist das vielleicht falsch. Nee. Okay, dann machen wir mal eins weiter. Dann probieren wir halt hier weiter.
Muss ich die gleichen machen? Warte mal, das wäre ja jetzt super lustig. Nee, aber hier gibt es ja nicht die gleichen.